Heute haben wir eine spannende Partie für Sie. Stadion ist voll und die Fans können es kaum noch erwarten. Wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Fernsehzuschauer. Ich darf Sie ganz herzlich zum Spiel am heutigen Abend begrüßen. Ihre Kommentatoren sind auch heute wieder einmal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir freuen uns heute auf ein Gruppenspiel aus diesem Wettbewerb. Alle fiebern diesem Spiel entgegen. Ein wichtiges Gruppenspiel in diesem Wettbewerb. Wolf, da wollen natürlich beide heute überzeugen. Beide wollen den Sieg, ist ja klar. Du brauchst natürlich die Punkte, von daher dürfte es interessant werden. Sie suchen nach der Lücke, da muss die Abwehr aufpassen. Da macht er fast das Tor mit diesem Hammer. Es fehlt wirklich nicht viel und er hätte jubeln können. Ein guter Doppelpass. Vielleicht die Führung jetzt. Da ist das erste Tor und das Spiel geht richtig gut los. Ja, das verspricht eine sehr interessante Partie zu werden. Schau noch mal auf das Tor, nimmt die kurze Ecke und da rechnet nicht jeder mit. Drin ist der Ball. Aber das ist clever gemacht, das ist ein schönes Tor. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Schön zugemacht. Sie unterbinden diesen Angriff. Mbawa Ali Samata. Da haben Sie jetzt einige Optionen. Da kommt der Versuch. Da hätten Sie die Führung ausbauen können, aber so bleibt es hier eng. Den müssen Sie machen, dann haben Sie ja alles im Griff. So bleibt es weiter spannend. Ernst. Kerk. So langsam wird es gefährlich. So, klasse Pass. Jetzt der Schuss. Das Tor. Und jetzt ist das Spiel wieder offen. Aus nächster Nähe das Tor. Sie machen alles richtig in dieser Situation. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Mbawa Ali Samata. Ruhiger Spielaufbau, das sieht gut aus. Flanke kommt. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Klasse Pass. Der Angriff ist beendet. Er geht energisch dazwischen. Der Ball ist draußen, wird Einwurf geben. Holt. Energisch den Ball geklärt. Es gibt Einwurf. Holt.
Oh, da geht er vorbei. Mit tollem Timing gehen sie da dazwischen. Wow. Viel Platz für den Konter jetzt. Jetzt ist der Ball doch noch weg. Cool aufgepasst und verteidigt. Ja, mit viel Übersicht. So, Situation bereinigt. Jetzt Nainggolan. Mbawa Ali Samata. Außen hätten sie jetzt Platz. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Pau. Platz für die Flanke. Sie drängen, sie drücken, sie wollen die Führung. Aber sie lassen sich durchaus Zeit. Sieht gut aus, was sie da machen. Ist das stark, super Parade, die aber eigentlich gar nicht nötig war. Wir sehen es ja abseits. Fahne ist oben, korrekte Entscheidung. Da lege ich mich einfach mal fest. Das war eine richtig gute Gelegenheit, aber die Fahne ist eben oben. Vorne jetzt die Balleroberung. Ratchan Angolan. Junge, war das knapp. Na, da können Sie jetzt durchatmen da hinten. Da waren Sie doch noch zur Stelle. Energischer Angriff jetzt. Sie suchen die entscheidende Lücke. Ja, setzt sich schön durch. Flanke kommt nicht durch. Der Pass kommt nicht an, war nicht präzise genug. Wird Einwurf geben. Hier kommt die Nachspielzeit. 2 Minuten gibt's. Pau. Er zieht ab. Nach 45 Minuten steht es hier 1:1. Da können wir gespannt sein, was in Durchgang 2 noch passiert. Er hat das bislang sehr, sehr ordentlich gemacht. Er hat den Ausgleich gemacht. Das dürfte Auftrieb geben. Den wird er auch brauchen, wenn er seine Mann. Und die zweite Hälfte vom Eröffnungsspiel läuft. Und ich bin mal gespannt, wie sich das hier entwickelt. Und Nainggolan. Da trennt er ihn fair vom Ball. Das ist jetzt seine Chance. Riesenparade von Zieler. Bei der Ecke würden die Fans jetzt zu gerne die Führung bejubeln. Die Ecke kommt rein. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Mbawa Ali Samata. Gut verteidigt. Sie können kontern. Abseits. Absolut klare Entscheidung. Mbawa Ali Samata. Schöne Aktion, Steilpass. Machen Sie jetzt gut. Nainggolan! Oh, wie hat er den denn gehalten? Fragen wir uns alle, Wolf. Das war doch eigentlich ein sicheres Tor. Sie nehmen eine Auswechslung vor.
Ecke kommt. Gute Balleroberung. Was machen Sie draus? Jetzt der Schuss. Ein Seitfallzieher, wie man ihn nur ganz, ganz selten sieht. Das war eine fantastische Aktion. Was für ein Tor. Hier nochmal die Entstehung dieses Treffers. Die Flanke kommt rein und dann machen sie aus nächster Nähe das Tor. Das ist letztlich nur noch Formsache. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Hereingabe auf den langen Pfosten. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Das hätte gefährlich werden können, aber abgewehrt. Muss Einwurf geben. Sieht vielversprechend aus. Vielleicht jetzt. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Da war mehr drin, aber der Abschluss war nicht gut genug. Mit der Führung im Rücken kommt jetzt die Auswechslung. Wird das eine Torchance? Pau. Jetzt haben sie den Ball wieder. Sieht gefährlich aus. Drüber, kein Tor bei diesem harten Schuss. Ja, vielleicht sogar zu hart, Wolf. Da wäre etwas mehr Gefühl angesagt gewesen. Der Trainer dürfte zufrieden sein. Sie liegen vorne. Mit dem Wechsel will er nun sicher auch für Absicherung sorgen. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Peter Gerkens. Vielleicht die Konterchance. Ganz stark abgeblockt. Guter Volley-Schuss. Ja, Zieler, ganz sicher. Ich gehe mal kurz ins Studio, denn es gibt einen Treffer im Spiel von Olympiakos. Ja, wir haben hier das erste Tor für Olympiakos. Torschütze ist Youssef El Arabi. Es war ein abgefälschter Ball, glücklich also, aber Tor ist Tor und er freut. Was für eine Parade! Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball, macht sich ganz lang. Riesenaktion. Und man sieht wieder einmal, er ist ein hechtender Klassekeeper. Jetzt wechseln sie hier aus. Ecke in die Mitte. Da ist der Ball erstmal raus. Könnte gefährlich werden, es gibt Ecke.
Ecke kommt rein. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Ganz energisch, sie kämpfen um den Ball. So, da wird es angezeigt. 4 Minuten zusätzlich, sehen wir noch. Schiedsrichter entscheidet auf Freistoß. Torgefahr sieht anders aus. Das war nix. Kein guter Kopfball. Aus der Szene müssen sie mehr machen. Die letzte reguläre Spielminute läuft. Peter Gerkens. Jetzt können sie den Ball reinbringen. Da ist der Schlusspfiff. Sie müssen sich am ersten Spieltag also mit einer Niederlage abfinden. Das ist natürlich ein Fehlstart. Das ist das, was hier jeder unbedingt vermeiden wollte. Damit schon enormer Druck im nächsten Spiel. Sowas darfst du dir in dieser Vorrunde nicht nochmal erlauben, sonst ist es nichts mit der nächsten Runde. Das müssen sie jetzt analysieren und müssen gucken, was schiefgelaufen ist. Das war gut, was er heute angeboten hat.